Das 800 Meter Finale der Frauen ist unterwegs mit den 8 schnellsten 800 Meter Läuferinnen Deutschlands. Groß aufgeschossen, da im schwarzen Trikot der LG Stadtwerke München, jetzt schon in Führung. Christina Hering, die das Tempo diktiert vor Maite Kohlberg von der LG Kreisahrweiler. Und jetzt ist der erste drüber, Falk Wenrich, 2,23 deutsche Jahresbestleistung. Weiter geht's bei den Frauen im Finale über die 800 Meter. Weiterhin in Führung Christina Hering mit langen Schritten. Als erster auf die letzten beiden Runden. 1:00:96 die Durchgangszeit. Bei 400 Metern. Dahinter Maite Kohlberg auf Rang 2. Hängt noch an den Fersen von Christina Hering. Noch nichts entschieden hier im Finale über die 800 Meter bei den Frauen. Und jetzt die Entscheidung. Christina Hering oder Maite Kohlberg. Es geht auf die letzte Runde, auf die letzten 200 Meter. Christina Hering, wie wir es schon so oft von ihr gesehen haben, von vorne. Jetzt kommt Maite Kohlberg, versucht vorbeizugehen. Christina Hering hält dagegen, geht als Erste in die letzte Kurve, auf die letzten 100 Meter. Wird es der 6. deutsche Hallenmeistertitel für Christina Hering? Und es ist doch Maite Kohlberg. Hering ist vorne, Hering zieht durch und Christina Hering gewinnt. In inoffiziellen 2:02:88 vor Maite Kohlberg.